So kann man Fruchtgummis selber machen. Ich zeige, wie es geht. Man braucht Wackelpuddingpulver, Zucker und Wasser. Außerdem braucht man Silikonförmchen für Pralinen, Lollis oder Mini-Muffins. In einen Topf gibt man zuerst den Zucker und dann das Wackelpuddingpulver. Beides miteinander vermischen. Dann das Wasser dazugeben und unterrühren. Wenn alles gut verrührt ist, wird der Topf auf den Herd gestellt. Bei ganz geringer Temperatur erhitzen und umrühren. Die Mischung darf keinesfalls kochen. Wenn das Wackelpuddingpulver und der Zucker geschmolzen sind, kann man den Topf vom Herd nehmen. Jetzt werden die Silikonförmchen gefüllt. Sie werden nur etwa halb gefüllt, damit die Fruchtgummis nicht zu dick werden. Außerdem lasse ich Förmchen frei für die anderen Farben. Den ganzen Vorgang wiederhole ich mit dem grünen und gelben Wackelpuddingpulver. Dann werden die Formen für mehrere Stunden in den Kühlschrank gestellt. Danach sind die Fruchtgummis fest geworden. Sie werden jetzt aus der Form gedrückt. Wie schön sie glänzen! Wenn man sie verpacken will, muss man sie mit Trennmittel behandeln. Dazu eignet sich Backtrennspray oder Speisestärke. Mit der Speisestärke werden die Fruchtgummis eingepudert. Dadurch werden sie leider etwas stumpf. Aber man kann sie verpacken, ohne dass sie zusammenkleben. Die unbehandelten Fruchtgummis glänzen wunderschön und sind sehr lecker. Gutes Gelingen!